Eine Achterbahn der Gefühle. So könnte man meine Reise als Creator beschreiben, die ich jetzt vor fast genau 10 Jahren begonnen habe, nämlich am 15.07.2014. Und ich habe wirklich eine facettenreiche Reise hinter mir. Während meiner YouTube-Reise habe ich nämlich angefangen mit Anime- und Manga-Fakten über Comedy hin zum Backen. Und let's face it, ich war wirklich gerade beim letzten nicht gut damals. Und es wollte nichts klappen und bis heute klappt nicht alles. Aber irgendwie habe ich mich dann doch von Video zu Video immer ein bisschen mehr verbessert und mit den Tipps aus der Community, also mit euren Tipps und Ratschlägen in den Kommentaren, irgendwie immer mehr dazugelernt und immer mehr auch irgendwie diese Passion für mich entdeckt und entwickelt. Und dank der Community und eben der ganzen Tipps und Ratschläge und Hilfestellungen, die ich bekommen habe, konnte ich einfach besser und besser werden. Und irgendwann war es sogar so, dass ich am Ende sogar mein eigenes Backbuch veröffentlichen konnte. Und dazu gab es dann auch eine Signierstunde und oh mein Gott, ich hatte so krasse Angst, dass keiner kommt. Als ich dann diese Rolltreppe runtergekommen bin und gesehen habe, dass vor diesem Laden einfach eine Schlange stand, die zu mir kommen wollte, ich war so glücklich. Und es waren einfach so viele aus meiner YouTube-Community da und teilweise auch Leute, die schon seit Tag 1 Zuschauer auf meinem Kanal waren. Und es ist einfach so schön, weil man zu so einer Art kleiner Familie zusammengewachsen ist und es irgendwie auch so eine gemeinsame Reise war, die man da bestanden oder bestritten hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Glaubt an eure Träume. Und wenn ihr euch, wie ich, kreativ einfach ein bisschen austoben wollt, dann fangt mit YouTube an. Denn ihr seht ja an mir, was alles Tolles passieren kann.